Hallo, herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich bin gerade am Zora am Strand gewesen, weil ich die Quest gemacht habe, hier auf der Ecke mit Annalyn, die Bestienmeisterin zu besiegen. Soll jetzt Sonja die Sadistin besiegen. Das haben wir auch geschafft. Wie ihr hier seht, guck mal, Teufelsross. Ich habe das durch Zufall gesehen, weil ich nämlich durch den Kampf gerade nämlich meine Viecher neu sortieren wollte. Bin so, guck hier so, brauner Wolf, hä, ja, weil irgendwas wurde hier irgendwo angezeigt. Ich weiß nicht, wo das war. Warte mal. Ist denn? Mit einem Rechtsklick macht ihr eine Vorlage zu einem Favoriten. Steuerung linken Maustaste könnt ihr euch die Vorlage vorschauen. Was soll das sein? Selber eine Fadenroute besucht ein Transmog. Achso, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war ich dann hier drinnen, so Waldführer, so bla bla bla, und wandern hier auf Reittiere. Und guck so, die hatte ich mir alle schon gekauft, ne? Weil was man hat, hat man so. Guck ich hier Teufelsross. Teufelsross beschwören? Durch dämonische Mächte verdorben, eins, bla bla bla, habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich den schon längst hätte beschwören können. Ich weiß nicht, seit wann ich es kann. Er tauchte hier auf, allerdings, ich habe eben gerade nochmal geguckt, weil, ne, hier ist er auch. So, da habe ich aber nicht meistens geguckt. Ich hatte hier, wenn ich geguckt habe, irgendwie nach, was kann ich denn? Aber bin ich auf die Idee gekommen, halt zu gucken. Also wahrscheinlich hätte ich schon seit, keine Ahnung, neun Leveln, kann ich wahrscheinlich reiten. Ich schätze mal, das geht ab 20, wie ich dachte. Schöne Scheiße. Ganz große Scheiße, sage ich euch, ey. So ein Mist, ey. Voll die Zeit verballert, indem ich hier dämlich rumgelaufen bin. Weil ich habe nämlich ganz schön gebraucht, um von hier unten, ne, hier, was weiß ich, wo das war, bis da oben zu laufen, ja. Jetzt fliege ich zurück innerhalb von 2 Minuten und habe hingebraucht, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder was weiß ich. Jetzt kann ich aber schneller von hier nach da, weil ich habe nämlich angenommen, hier, wie gesagt, Desolace, ich will den Desolace questen. Ja, hier gefällt mir irgendwie nicht so. Ich war hier, es kommt alles zu schnell hier wieder hoch. Desolace zwar auch, ja, aber das ist schon ein bisschen weiter. Hier hat man so das Gefühl, so hier war ich von auf der Nachtelfenseite tausendfach. Hier mit den Orks auch. Aber was ich geil finde, wie man gesehen hat, jetzt hier, wie die Orks sich ausgebreitet haben, ja. Die Silberwindzufuhr ist eingenommen. Astrana hier auf der Ecke, da ist auch irgendwie, hier zwar, aber hier oben ist Höllschreis Wacht. Der Strand hier, Zorama Strand, Zoramgar Strand, ist ja komplett ausgebaut. Das war vor Augen so ein kleines Dörfchen. Also, ne, wenn von man hier gekommen ist, hat ja hier die Horde schon angefangen, damals abzuholzen alles. Also, in der Zwischenzeit sind sie dann doch ganz schön weit gekommen, muss man sagen. Also, hier riesige Bäume fehlen. Ja, Tausende alt brauchen die Orks für ihre Kriegspläne und um die Welt hier untertan zu machen. Was ist denn das? Bog der Zahnradflüsterer? Für Typen. Fahren wir einfach mal so mitten durch, oder was? Mich soll es nicht stören. Ich laufe jetzt hier unten hin. Ich möchte jetzt nach Desolace. Sieht ein bisschen komisch aus, ja, wie gesagt, hatte ich am Anfang mal gesagt, wenn man so an die Orks auf den Pferden denkt, dann ist das irgendwie so wie bei Steinkrallental. Das ist aber auch ein bisschen anders geworden. Was ist das denn? Kenne ich ja gar nicht, das Viech. Was ist denn nur für ein Teil, ey? Soll ich jetzt sagen, jetzt hat er mich total abgelenkt. Ja, Planet der Affen, die alten Filme, wo die Gorillas auf den, jetzt soll er mich verfolgen, auf den Pferden geritten sind. So sieht das irgendwie auch aus, finde ich. Hat, ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde, ein Ork braucht trotzdem ein größeres Gerät, irgendwie hier, um drauf reiten zu können. Hier für ein Typ. Viola, Nachtelfruin, alles klar. Ein Hirsch? Wie geil ist das denn? Und seit wann kann man denn von Eschental hier durch? Das ist aber auch. Also hier, Deathwing hat er richtig scheiße gebaut, als er rausgekommen ist und sein Kataklysmus hier angerichtet hat, war. Der hat ja wirklich mal ganz krass. Also es fällt einem jetzt mehr auf als damals irgendwas hier nicht alles anders und Neues. Boom! Und mit dem Steinkrallenpass, mit Entdeckung, haben wir erstmal den Dungeon Kral der Klinghauer freigemacht, geschaltet. Marodon, das war auch damals der auch ganz schön gebraucht, ey. Dass man da durch war. Und wir sind Stufe 30 und können hier noch einen Punkt vergeben. In. Instabiles Gebrechen erhöht zusätzlich euren gesamten, dem Ziel zugefügten Schaden um 15%. Ist schon mal nicht schlecht. Auch etwas, alles passiv, ja. Man muss gar nichts mehr machen, ja. Nur noch passive Sachen und das macht alles stärker. Bisschen schade, ey. Auf der anderen Seite wiederum ist gut, dass alles nicht so überlagert ist, ne? So, Verderbnis ist nun permanent. Und verursacht 25% mehr Schaden. Die Effekte aber kann Spielcharakter, gegen Spielcharakter wird auf 40 Sekunden verringert. Was willst du denn, Menschenpaladin Arschgesicht? Da guckst du, wa? Hallo.
Erstmal in die Karte gucken, sagt er. Ich bin hier bei dem Ork. Jetzt bin ich eine kleine, blonde, doofe Nuss. Wo muss ich ihn jetzt lang? Ich gehe einfach mal. Boah, was ist denn da oben los, Alter? So, zurück zum Skinksen hier. Mana-Durs, gucken wir erstmal da. Zählt 25% eures aktuellen Manas auf, um eure verursachten Schaden 20 Sekunden lang um 10% zu erhöhen. Yo, auch nicht schlecht. Verderbnis ist ein permanent. Ist auch nicht schlecht. Muss man nicht mehr wieder erneuern. Spart Mana. Ich glaube, ich mache das. Leute, guck mal, ey. Kann man eins hier Aussaat. Ach nicht, das war Saat der Verderbnis. Wo ist denn überhaupt Saat der Verderbnis? Muss ich das nicht mal langsam bekommen? Neuen Zauber dazu bekommen habe ich nicht. Theoretisch müsste man bei jedem Level ab alle Bäume durchgehen. Da ist ja wieder der Hirsch. Finde ich voll geil aus. Alle Bäume durchgehen, alles neu skillen und gucken, ob irgendwas dazugekommen ist und dann aktualisieren, falls man sich dann irgendwann mal dafür entscheidet, das zu spielen. Dass man in dem Moment dann nicht auf einmal alles neu machen muss. Egal, wir sind jetzt angekommen im Steinkrallenpass. Da gehen wir mal hier einmal fix die Quest ab. Soll das hier irgendwo sein? Hallo? Ah, da hinten. Ehren für ein Ork, Alter. Der Sherwin, die Sherwin-Klippe. Das sieht auch anders aus, als ich es kenne, noch in Erinnerung habe. Ihr haltet den folgenden Effekt. Grunzer von Kromgar. Okay, warum auch immer. Jetzt bin ich ein Grunzer von Kromgar. Aha. Fraktion, also Gilde 125. Kremation 10 verbessert. Na toll. Da kriege ich so einen Schwachsinn mit. Unsere Elfentöter liegen überall auf dem Steinkrallenpass, unmittelbar nördlich von hier. Nehmt die Schraubenschlüssel. Aber hier sind die Erfahrungen gut. Ich glaube, dann werde ich doch erstmal hier questen und dann später nach Desolace gehen. Weil die anderen Quests, die waren schon alle grün und grau und also da habe ich keinen Bock drauf. Das macht ja keinen Sinn. So, mal gucken, Schritt für Schritt. Den schmutzigen, nichtsnutzigen Nachtelfen ist es gelungen, unser ganzes Minenfeld auf dem Steinkrallenpass zu entschärfen. Jemand muss dorthin zurückgehen und die Minen wieder scharf machen. Diese Aufgabe ist perfekt für einen wertlosen Grunzer wie euch. Super geeignet. Grimmel, hoffentlich jagt ihr euch dabei nicht selbst in die Luft. Haha, witzig, danke. Macht 8 Gromgar-Elfentöter scharf. Unsere Elfentöter liegen überall auf dem Steinkrallenpass, unmittelbar nördlich von hier. Nehmt diesen Schraubenschlüssel und macht euch an die Arbeit, Made. Oder macht der Maid, meint der Maid, nochmal im Englischen. Seid sicher. Made you on the work. Was ist der hier für ein Typ? Ein Händler. Dann handle mal das, Bitch. Zack, zack, den nach da. Das müsste ich auch nochmal irgendwann genug Merigan abgeben, wenn ich dann irgendwann dann wieder hinkomme. Das auch. Bronzeröhre kann man irgendwann verticken. Später. Super, ich habe wieder über 100 G. Scheint auch schneller zu gehen hier mit dem G. Also kriegst du viel mehr Knete. Ich musste letztens... Ist das hier rum? Nördlich, ach da oben, wurde angezeigt. Hat da ja auch noch gesagt, nördlich, ja. Kommt davon, wenn man liest, aber nicht versteht. Da sind sie ja schon. Ich will mit meinem super Teufelsross. Ich finde, das Teufelsross sieht echt geil aus. Es ist schlicht irgendwie, aber so ein schwarzes Pferd. Ja, mit flammenden Augen und Nüstern und brennenden Hufen. Pfoten, wollte ich fast sagen. Also macht schon was her, finde ich. Was? Wieso gehen dann alle auf einmal so viel offline? Server abgestürzt oder was? Bin ich auch gleich weg. Oh Mann, das ist ja nichts Gutes an. Kommt noch keiner zurück? Was ist denn da los? Bei mir läuft's noch. Der mit dem scheiß Notebook, weißt du, der sich erstmal einen neuen PC kaufen muss, um WoW, das muss man sich mal überlegen. Das hättest du damals doch kein Erzählen brauchen, ja? Du, ich kaufe mir einen neuen PC, warum? Damit ich WoW besser spielen kann. Ja. Er hier. Schleicht er hier rum. WoW, ja, keine Ansprüche eigentlich, ey. Aber für mein Notebook, fürs Notebook anscheinend an sich nicht, aber eher nur für den Grafikchip kannst du es in Tonne kloppen. Da, der Rest macht, würde das auf jeden Fall locker mitmachen, davon mal abgesehen, aber. Was ist locker? Also wird es auf jeden Fall mitmachen. Auch in einer höheren Auflösung etc. Ist auch so ein Ding, mit Auflösung komme ich auch nicht gerade großartig voran, weil. Ich kann in dem Spiel ja dann hier auf dem Notebook eher die Auflösung. Gut, ich spiele jetzt auf dem externen Monitor zwar, aber das ist alles scheiße so. Also das muss nicht sein, wenn ich so auf dem Monitor spiele, da brauche ich das Notebook nicht, da kann ich mir gleich einen besseren PC kaufen, als das Teil ist hier. Und da mal ein bisschen
Ja, Gummi geben. Da muss doch dann nicht so sein. Dann läuft das besser, die Auflösung geht höher. Weil so wie ich das hier spiele, die Grafik, so kenne ich sie von damals halbwegs. Ja, selbst da war sie noch teilweise besser. Aber weil ich habe noch einen anderen Let's Plays auch schon mal gesehen, WoW, ne? Also für WoW-Verhältnisse, für so ein MMO, was, wie man es damals kennt, sind die Qualitätssprünge aber ganz schön hochgegangen. Ne? So, der vermisste Sprengingenieur. Ihr seid wohl doch nicht völlig nutzlos. Vielleicht bewertet ihr sogar eine etwas wichtigere Aufgabe. Vor rund 2 Tagen habe ich Sprengingenieur Fusselpfiff zur Sherwindmine geschickt. Er sollte sich dort davon überzeugen, dass alles mit der Bombe nach Plan läuft und sich dann wieder hier melden. 2 Tage und nichts. Begebt euch in den Wald südlich von hier und findet ihn. Wenn er Glück hat, ist er tot. Findet Sprengingenieur Fusselpfiff. Saumbots. So, was hat er hier noch? Kilak Blutmaul. In den Leeren von den verlorenen Inseln. In den Wäldern südlich von hier lauern große Gefahren. Sie wimmeln von danassischen Speeren. Assassinen, die aus Danassus geschickt wurden, um uns zu töten. Vielleicht können wir den Spieß umdrehen. Als ich auf den verlorenen Inseln festsaß, gab mir ein Goblin diese Infrarot-Hitzebrille. Mit ihr kann der Träger die Wärmesignatur bestimmter Kreaturen sehen. Nimmt die Brille und setzt sie in den Wäldern im Süden auf. Auf diese Weise werdet ihr die Speer leichter entdecken können. Tötet so viele ihr könnt für die Horde. Tötet 12 Spieler von Danassus. Yo. Digga, sitzt auf den Schmuck. Bam! Alter, und schon haben wir den Filter drauf und können nämlich hier hinten auch schon mal. Ich weiß nicht, ob die auch zählen, aber hier sind ja welche rumgelaufen. Und dann kann ich ja genauso gut hier schon mal anfangen, unsere Grenzen ein bisschen sicherer zu machen, indem ich dieses Langohr-Pack hier mal zeige, wer hier wo ist, ja? Also okay, Schild, der gilt wahrscheinlich nicht. Sepp. Hallo? Zauber, du kleiner Flo. Siehst du, Level 26, das macht doch mehr Sinn. Und hier krieg ich bestimmt auch schön Wolle und Seide und hast nicht gesehen, was für ein Schmuck. Von Humanoiden. Siehst du, Seidenstoff. Seidenstoff, das ist aber auch nicht so toll, fällt mir gerade auf, weil ich brauche ja eigentlich noch, hier, Wollweste gibt bei mir hier noch Punkte. Ich weiß nicht, ab wann Seide kommt. Ah, super, da muss ich für Wollstoff entweder Geld ausgeben oder ich darf nachfarmen gehen. Das ist ja auch scheiße. Ein Ölkanister? Oh, guck mal, Alter Schwede, die brennen hier aber auch echt alles ab, wie sie können, ja? Die nehmen ja keine Rücksicht auf gar nichts. Hier sind damals Sherwin-Klippen, was weiß ich, viele Hyänen oder, wie hießen die? Die jetzt oben in der Luft, deswegen fliegen sie wahrscheinlich in der Luft, das fällt mir gerade auf. Ach nee, das sind Kriegsreiter des Kriegsfamilien-Clans. Aber diese Viecher, ohne Reiter, ja, die sind da hier teilweise rumgeflogen und haben angegriffen. Das war hier noch so, dass dann das, sag mal schnell, die Gegner, die man hier antraf. Die und noch irgendwelche Blobs und sowas, glaube ich, keine Ahnung. Und jetzt alles zerstört, die Wälder hin, die Horde kommt und brennt alles nieder. Und nichts bleibt stehen hier, ja, also es ist ja... Da haben wir ihn doch schon, so viel zum Thema, wir sehen die Wärmesignatur am Arsch, Mann, der uns voll... Wir sind an ihm vorbei und er uns voll von hinten angedingst. Und ich hau jetzt mal Pieks im Stock, zack, 12 Stück töten. Für die Horde. Soll ich noch machen? Ach, den anderen Pimmel finden und für ihn hoffen, dass er tot ist, wenn er Glück hat. So, da hinten ist er schon, da ist er anscheinend schon. Ah, toll, jetzt wird angegriffen davon. Blutelf Paladin, der heißt Paladiau. Scheißname, Mann, Scheißname. Gut, Mann, ist auch nicht gerade wesentlich besser, aber ein Stinktier. Oh nein, Sprengschirmingenieur Fusselpfiff. Spreng ist definitiv tot. Ist vielleicht besser so. Er scheint eine Notizenhand zu haben. Guck mal, dafür 7150 Punkte. Vielen Dank auch. Angriffspläne der Allianz. Ihr zieht die Notiz aus Fusselpfiffs toten Fingern. Sie wissen Bescheid. Sie wissen von der Bombe. Planen Angriff auf feste Grom-Kar. Ich glaube, sie suchen mich. Werde nicht sterben wie ein Feigling. Ich werde kämpfen. Ich glaube, da kommen sie. Ihre Anführerin ist eine Hochelfenjägerin namens Davinia. Sie sprach von den Angriffsplänen. Rächt mich, indem ihr sie tötet und euch die Pläne holt. Ihr Zelt steht östlich von hier, ganz in der Nähe. Möge Höllschrei über euch wachen. Erbeutet die Angriffspläne der Allianz von Jägerin Davinia. Schön, dass wenn die kommen und ihn töten wollen, dass er erstmal noch Zeit hat, hier einen Brief zu schreiben, ja? Und hat er in der Hand gehalten. Das heißt, er wurde ja anscheinend kurz danach getötet und konnte nicht mehr im Kampf sterben, wie er so wollte eigentlich. Das ist ja ein Fachmann, ey. Na gut, er ist Ingenieur gewesen, was soll er machen? Hätte sie ja nicht mit Blaupausen totwerfen können. Das geht ja auch nicht. So, hier haben wir auch noch Wollstoff. Das ist gut. So viel mitnehmen, wie geht. Die kann ich auf dem Rückweg hier auch töten. Jetzt muss ich nur mal schauen.
Angriffspläne der Allianz, die holen wir uns als erstes. Da muss ich lang. Ich dachte nach hier. Aber das ist auch schon wieder alles kaputt da hinten und weg und anders als man denkt. Ja, ja, hallo. Du kannst übrigens mal angreifen, wenn ich angegriffen werde, du Otto. Ja, Lebenspunkte zurückholen. Och, dropp doch bitte Wolle. Ich brauche sie doch so dolle. Hier ist aber mehr Details auf dem Boden. Auch hier so kleine Sträucher oder hier so eine, was ist, ich weiß, ein Sitzlinge oder so. Gut, der sieht nicht so toll aus, aber wahrscheinlich liegt es an meiner Grafikeinstellung. Hier kriecht und fliegt, leuchtet es mit irgendwelchen Tieren, die man fahren kann. Wo ist denn jetzt dieser blöde Affe hin? Mein Lehrwandler ist weg. Warum? Warum ist der weg? Was stimmt mit dem Typen nicht? Verpisst er sich einfach? Hat der ein Stück der Ding zu laufen oder was? Ist der auf einmal noch der Feierabend? Ich trete in die Gewerkschaft ein, da können sie mir... Oh Gott, was ist das denn? Das ist Jägerin, ne? Der... Oh Gott, das ist Englische. Da ist das Zelt. So, wenn der Herr dann gerne mal hierbleiben möchte und kämpfen würde, vielen Dank auch. Urlaub ist vorbei, mein Freund. Du alter Haufen Affeneier. Zack, zack. Aber er wird angegriffen und er wehrt sich nicht, ja? Kann ich jetzt irgendwie einstellen? Oh, nee, das ist doch scheiße. Und hier ist er passiv. Defensiv, passiv und helfen. Was ist denn mit der guten alten Aggro-Scheiße, ja? Ja, auf alles loslaufen, was sich bewegt und ein Gegner ist, wird angegriffen von den Pets. So will ich das. Ja, ich muss den zurückrufen. So läuft das eigentlich. Der müsste mir so auf den Sack gehen, dass ich mich über den aufrege, weil er alles angreift. Wo wir dann wiederum dabei wären, dass ich mich wieder aufregen würde, ne, und das anders haben hätte wollen. Aber das ist jetzt hier nicht Thema der Sache. Fakt ist, dass er nicht das macht, wie ich es will. Und wenn er das machen würde, wie ich will, dann wäre es meine Sache, ob ich das so wollen würde, wie ich will. Oder ob ich dann auch was dagegen zu sagen hätte. Damit das mal klar ist. Lass mir vom Blizzard nichts aufdiktieren hier. So. Scheiß Bergstinktier. Ach, da muss ich erstmal gucken. Wo läuft er denn jetzt hin? Hat der sie noch alle? Alter, hängt der irgendwo fest oder was? Worauf stiegt der ein? Wahrscheinlich ist der links abgestürzt, das Server, und ich merke hier nichts, ey. Mann. Hauptsache erstmal alles töten noch, was da ist. So, ach, hallo, da sind wir wieder. Vielen Dank auch. Was ist denn hier los? Abenteuerführer? Ja, ja, Desolace, weiß ich. Schlachtzüge kann ich noch nicht. Da sind die ganzen alten, guten alten. Oh, Kapuze der wegen Verachtung? Herrlich. Wie geil sieht die denn aus? Wo kriege ich die denn her? Ihr habt diese Vorlage noch nicht. Für was denn eine Vorlage? Alter, 1973 Intelligenz und knapp 3000 Ausdauer. Verfickter Pissdreck, Alter. Agonie verursacht den vollen Schaden um 20% schneller. Benötigte Stufe 110. Uiuiui, sieht das geil aus. Das ist jetzt sowas. Handgelenke, na gut. Hose sieht man jetzt auch nicht so. Schuhe auch nicht. Finger. Boah, Gebrechen. Dämonologie, gibt es ganz andere Sachen wieder. Legendäre Gegenstände. Oh, Gegenstandssets kann man auch gucken. Oh, warte mal. Ja, ich will jetzt hier gucken. Gewinner der schwarzen Ernte. Oh Mann, sieht der geil aus. Alter, sieht der geil aus, ey. Das ist ja so ein halber Illidan. Hier. Auch nicht verkehrt, alter Schwede. 110. Oh, sieht fett aus, Alter, ey, wenn ich so rumlaufe, ey. Wie ich jetzt aussehe. Noch ganz weit am Anfang der Reise. Aha, aha, ach da. Bums, bums. So, ja, du stirbst. Wo ist der andere? Hier war doch einer, oder nicht? Kriegt der nicht überhaupt die Maske nicht mehr? So sind sie zum Thema, man sieht sie einfacher. Am Arsch sieht man die einfacher. Da ist er doch.
Aus der Sicht von Mörich. Das ist gleich der nächste. Achtmal hat er es drauf, neunmal. Pam Pam. Seidenstoff. Komm, hau mal ein bisschen Wolle raus, Mann. Melonensaft, ey. Einen brauche ich noch. Da hinten ist er. Ach nee. Das ist eine Korallenschlange. Oh, komm hier, der berühmte Letzte jetzt wieder, weißt du. Das wieder stinkt hier. Apropos stinkt hier, ich wollte ja mal... Ach, da, guck mal, da läuft er ja. Ich wollte ja mal eigentlich gucken... Ach, die reicht hier doch nicht. Leben die jetzt noch oder sind sie alle tot? Tot. Zumindest der ist tot. Nehme ich den mal raus und mach dafür rein. So, die Waldmotte nach da und das Eichhörnchen mal fühlen mit rein. So, selber schuld. Also sie nicht so schnell töten lassen. Okay, dann werden wir unterwegs mal den nächstbesten kleinen Haustierkampf annehmen. So ein Stinktier wäre ja auch toll. Macht wahrscheinlich so ein Furzangriff oder sowas, ey. Und bläht erstmal den Gegnern sowas in die Nase rein, dass sie schon gar nicht mehr können, außer Tränen heulen und sich auf die Nase schlagen, damit der Gestank endlich aufhört. Ich glaube, wenn die nichts mehr sehen können, die suchen automatisch die Feuer hier, die Wärme dieser Feuerstellen, um sich freiwillig in den Tod zu stürzen. Also eine richtige Ladung Stinktierfurz mitten in die Nase. Ich glaube, das brennt ordentlich, doch. Da kannst du gleich dir Curry in die Nase ziehen oder Pfeffer oder so. So, mein Bester. Hier, bitteschön. Und du kriegst das. Er ist nämlich tot. Hier sind die Angriffspläne der Allianz. Ja, bitteschön. Verdammt schade, er war ein guter Goblin. Saubotz schüttelt seine Faust. Grimmel, ihr habt richtig gehandelt. Dank dieser Angriffspläne können wir uns vorbereiten. Ich möchte, dass ihr die Pläne Oberanführer Gromka persönlich übergebt. Ihr sollt eine Beförderung für euch. Es sollte eine Beförderung für euch drin sein. Das ist schön. Feste Gromka. Die Feste Gromka ist unsere Hauptoperationsbasis im Steinkrallengebirge. Von hier aus überwacht Oberanführer Gromka die militärischen Aktionen der Horde. In dieser Region. Gromka leitet die Berichte aller Ereignisse direkt an den Kriegshäuptling weiter. Die Angriffspläne, die ihr uns gebracht habt, beschreiben einen Angriff, der bald gegen die Feste Gromka geführt werden soll. Nehmt die Pläne und brecht zur Feste südwestlich von hier auf. Geht zu dem Oberanführer. Lebt wohl, Grimmel. Höllschrei wacht wahrlich über euch. Mhm. Bringt die Angriffspläne der Allianz zu Oberanführer Gromka an der Feste. Gromka im Steinkrallengebirge. Ja, Unteroffizier von Gromka ist eine Belohnung. Weiterhin 40 Silber und 7150 EP. Yippie. So, jetzt können wir den ganzen Weg immer gerade gelaufen. Ach, ich bin ja auch blöd. Ja, ist man nicht so gewohnt, ja, man kann ja reiten. So, dann wollen wir mal. Jetzt steige ich aber für so einen Haustierkampf jetzt nicht unbedingt ab. Ich reite lieber direkt durch. Ja, keine Zeit für so eine Scheiße jetzt hier. Bin doch nicht blöd. So. Ja, ich habe auch übergangsweise, muss ich dazu noch sagen, um mal auf den Ton zurückzukommen, während wir hier reiten. Ich habe schon eins im Blickfeld, ist jetzt nun kein Rode, wie mir empfohlen worden ist. Also so 200 Euro mal eben für ein Mikrofon auf den Tisch blättern, ja. Geht leider nicht. Wenn ich mit YouTube Geld verdienen würde, dann wär's was anderes. Dann wären das ja Betriebsmittel, die ich ausgeben müsste. Was ist denn da los, ey? Ich wollte eigentlich nur rüber. Was ist, kann ich hier nicht mehr oder was? Dann würde ich das auch holen, ja, also kein Thema, auf jeden Fall, sofort. Aber so, vor allen Dingen, wenn ich jetzt erstmal, ich muss mir eine neue Aufnahme, Capture Card kaufen, ja, ich hole mir einen neuen PC. Dann hole ich mir das Addon, dann muss ich da mein Abo nochmal ein paar Monate gleich auf am besten erweitern. Das sind dann in nächster Zeit mal so ordentlich Ausgaben, dass dann nicht auch noch sowas Krasses drin ist. Aber ich übergangsweise dann trotzdem erstmal zum anderen Mikrofon zugreife, weil das mit dem Großmembran hier alles schön und gut ist, aber anscheinend, ja, wie man ja mittlerweile mitbekommen hat und auch unschwer jetzt hört, tonqualitätsmäßig, ist denn hier noch eine Parade oder was? Ein bisschen lau ist. Da muss ein bisschen mehr kommen, da fehlt die Tiefe, ja. Da muss halt ein bisschen was bei rumkommen. So,
Entweder hole ich mir in der Zwischenzeit eine Übergangsweise, bis ich herausgefunden habe, wie ich das am besten mache, ein anderes Mikrofon oder ein Headset oder irgendwie sowas. Mal gucken. Ein Headset bräuchte ich sowieso später für die Raids und alles. Also von daher wäre die Anschaffung vielleicht auch sinnvoller. Was hat diese Unterbrechung zu bedeuten? Wieso steht dieser Grunzer vor Oberanführer Gromka? Ja, weil ich das Angriffsdienst ernst hab, du Dussel. Ihr gebt Oberanführer Gromka die Pläne. Vielleicht steckt mehr in euch, als es den Anschein hat. Vielleicht steckt in euch ein Unteroffizier. Richtet euren Blick auf Gromkas Unteroffizier Grimmel, Soldaten. Was? Richtet euren Blick auf Gromkas Unteroffizier Grimmel, Soldaten. Er hat uns vor einem feigen Angriff der Allianz gewahrt. Ein Angriff, den wir niederwerfen werden. Ihr haltet den folgenden Effekt. Offizier von Gromka. Und 7150, wie gesagt. Bäm! Dankeschön. So, suchen und zerstören. Eine wiederkehrende Quest anscheinend. Asche zu Asche, lösen wir uns erstmal die durch. Die Allianz wird immer unverschämter. Westlich von hier im Scherwental haben Truppen der Nordwacht ein Lager aufgeschlagen. Zweifellos bereiten sie sich auf den Angriff vor, den ihr uns gemeldet habt, Grimmel. Soweit wir es nicht. Was? Soweit wird es nicht kommen. Nehmt diesen Flammenwerfer, Geul. Den gleichen Flammenwerfer setzen meine Verbrenner ein, um unsere Feinde aus den Wäldern zu jagen. Zerstört damit die Zelte der Nordwacht. Lasst nur Asche zurück. Zerstört 8 Zelte der Nordwacht mit Gromkars Flammenwerfer und wir kriegen Gunst des Oberanführers. Na, damit kann ich ein bisschen mehr anfangen als mit meinem provisorischen Teil da. Ach, das war's schon. Super, kriegen wir auch mal gleich hier ein nächstes Ding hier. Suchen und zerstören. Die Allianz drückt auf unsere Territorien im Steinkrallengebirge vor. Die Streitkraft von Nordwacht haben unsere Blockade im Süden durchbrochen und besetzen nun das Scherwental. Westlich von hier. Im Norden werden wir von den Nachtelfen-Soldaten angegriffen. All das muss aufhören. Begebt euch in Steinkrallengebirge und vernichtet die Allianz, alle Allianz-Soldaten, die euren Weg kreuzen. Ihr Tod soll als... Ach, du lass mich doch hier nicht stehen, wenn du mit mir redest. Der Tod soll... Halt die Fresse, Mann. Achtung, Grunzer, Achtung, was soll denn das jetzt hier? Applaudiert mir, Dankeschön. Ich bin ratlos, beunruhigt darüber, dass Zeuge... dass ein Zeuge hier werde. Also... Begebt euch in Steinkrallengebirge und vernichtet Allianz-Soldaten, die euren Weg kreuzen. Ihr Tod soll als Vorwarnung dienen. Steinkrallengebirge gehört der Horde. Tötet 20 beliebige Soldaten der Allianz im Steinkrallengebirge. Alles klar. So, ich jetzt auch einfach weg, weil es mir scheißegal, was der hier redet. Wenn ich mit ihm rede und er einfach abhaut, dann kann er sich da ganz gewiss mal sicher sein, dass der mir mal am Arsch vorbei kann. Ja, so. Was willst du denn hier? Herren der Spione, Anar. Feind der Horde, Marschall Paltrow. Meine Speer haben die Ursache dieses neuesten Fiaskos gefunden. Marschall Paltrow. Er kommandiert die Vorauslager der Nordwacht im Scherwental, westlich von hier. Eliminiert ihn, damit entfernt ihr einen wichtigen Feldkommandanten der Allianz aus der Gleichung. Paltrow muss sterben, Grimmel. Okay, machen wir. Bleibt wachsam. Das machen wir doch gerne. Was willst du, Rüstmeister? Ach, was haben wir denn hier? Leinenfußwickel des Unteroffiziers Gromka. Ist aber ganz schön teuer mit 68, Alter. Sollst du mal deine Preise vielleicht nochmal überdenken, Freund? Hier ist ein Flammenwerfer, hier ist die scheiß Hose. Scheiße, den zauber ich auch gleich mal. Und sind die denn wesentlich besser? Nö, auch nicht, die brauchen wir gar nicht kaufen. Kannst deine Kacke behalten, Digga. So, was willst du hier? Ihr habt den Zugang zum Vorratslager der Gromka-Grimmel. Für ein geringes Entgelt verkaufe ich euch Kampfausrüstung, die euch beim Vernichten eurer Feinde dienlich sein wird. Es hängt von eurem Rang in der Armee ab, welche Ware ihr euch verkaufen könnt. Besucht mein Geschäft, wann immer ihr euren Rang erhaltet. Das ist eine coole Sache. Sehr cool eigentlich nebenbei so, weißt du? Kannst du aufsteigen und kriegst dann von denen hier vielleicht auch überall auf der Welt verteilt solche Sachen, dass du dann dein Equip da irgendwie zusammenfahren kannst. Falls du keinen Top-Look hast oder so. Traum von einer besseren Zukunft. Herr Rosi ist krank, Ehrenwetter. Könnt ihr mir helfen? Ihr müsst nur seinen Hut und seine Batterien finden, dann wird es ihm wieder gut gehen. Ich würde sie selbst wollen, aber ich kann Herrn Rosi nicht allein lassen. Der gemeine Kerl der Venture Company, oder Venture, hinten am Wasserrad haben. Ist alle unhöflich hier, die Fotzen. Vor allem dieses scheiß kleine Kackkind, Mann. Bleib mal stehen, du Langohr, und zieh deine Ohren noch länger. Die meinen Kerl, bla bla bla, am Wasserrad haben eine Vorgeschoss und seine Batterien irgendwann in den Schwerwindklippen versteckt. Ihr werdet richtig gut nach ihnen suchen müssen. Würdet ihr bitte Herrn Rossis Besitz zurückbringen, damit er die Fieslinge von der Allianz eine Lektion erteilen kann? Berg die BD-816 Kriegsmaschine des mechanisierte Feuer, das mechanisierte Eis und die mechanisierte Luft. Gott, ey. Kommt mir alle mal mit eurem Scheiß hier. Seid unhöfliche Pissficker. So, wo fange ich denn an? Ich gehe da von da nach unten durch und dann hier anfangen questen, dann so und dann wieder hoch. Irgendwie so mache ich das. Kann man ja alles in einer Reihe abfarmen, den ganzen Scheiß.
Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, guck mal, Flammenwerfer hinten ist auf dem Rücken schon drauf, ey. Geil. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie wir hier alles abfackeln, dann lasst ein Abo da, dann werdet ihr die nächsten Folge auf keinen Fall verpassen. Alle anderen Folgen zu anderen Let's Play-Projekten auch nicht. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, das würde mich wahnsinnig freuen. Auch wenn ihr Daumen nach oben und Kommentare da lassen würdet, wäre sehr nice. Ja, und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.